Tag. Mein Name ist Christian Eder. Ich bin hauptberuflich Ausbildner bei der Bergrettung Tirol. Und was natürlich für mich ganz wichtig ist im Einsatz, das ist die Bekleidung. Ja, meine persönliche Bekleidung, was ich am Körper trage. Und da habe ich immer eine große Vorliebe und das ist die Merino-Wolle, was wir ja in der ganzen Bergrettung Tirol verwenden. Einsatzheim ist sicherlich als Bergretter das höchste Niveau, was man können muss wahrscheinlich. Darum geht es wirklich auch zu Sachen, die aus ganz und Todes verbrannt sind. Da muss wirklich einfach alles passen. Zwei Jäger verunfallt sein, schon erst war verletzt, beim zweiten weiß man nicht, wo der, was der genau hat. Sind da hinaufgegangen und haben da eben dann die zwei Personen dann entsprechend, wobei einer relativ schwer verletzt war, der wirklich eine Schutzverletzung hatte. Der andere war eher mehr geschockt. Und dann wird einmal da oben, das Gelände ist relativ schwierig. Es ist natürlich auch sehr Steinschlag gefördert. Der muss betreut werden von einer Person, muss gesichert werden, dass er nicht weiter abstürzt. Wichtig ist bei der Bekleidung, dass sie den Schweiß abtransportiert, was bei der Merino-Wolle natürlich ganz hervorragend funktioniert. Großer Vorteil von der Merino-Wolle ist natürlich auch, dass sie die thermische Fähigkeit behält, auch wenn sie nass ist. Ja, das ist bei einer anderen, also künstlichen Funktionsbekleidung, sage ich mal, nicht gegeben. Wenn die nass ist, dann friert man. Das ist bei der Merino-Wolle natürlich viel besser und funktioniert.